Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Unser lieber Hugo ist ja leider abgehauen und wir versuchen ihn zu finden. Und ich hoffe mal, wir finden ihn bald. Nicht. Aber ich glaube eher, anhalten. Dass er jemand anderes Hugo! Zuerst findet. So. Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Das ist eine gute Frage, weil, wie ich in der letzten Episode schon gesagt habe, er weiß doch gar nicht, wohin. Ist das ein Dorf? Hier? Ja, das wird vermutlich das Dorf, hey, für das Schloss sein. Wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Ist da jemand? Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Hä? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart. Was ist hier los? Da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Was macht sie denn hier? Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Oh, und das sind wieder die Schweine. Was ist das? Oh, was nee. Hier vor? Das ist der Hof, wo wir gewesen sind. Ja, das ist nicht echt. Wir träumen. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Hä? Was ist das jetzt? Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Ah, ich verstehe. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ein Traumeng, ein ganzes Schuldgefühl. Ich muss zu ihm. Okay. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Wo ist er denn? Ach, hier. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Lass mich in Ruhe. Hugo, wo bist du? Okay. Achso, das war nur wegen dem Fall. Okay, alles klar. Okay, wo bist du? Das ist er. Ich bin nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist Ach, hier. Ach Scheiße. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Hm? Ich weiß es nicht. Ja, das wäre doch mal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. Scheiße, es sind zwei auf einmal. Das kann man nicht nutzen. Er löscht Feuer, entzündet Blut. Tötet den Gegner, wenn er am Kopf getroffen ist. Stimmt eigentlich, die haben beide keinen Helm. Was ist das? Ich werde angegriffen. Ach so, Scheiße, ihr habt das Falsche ausgewählt. Nein! Oh, Scheiße. Na gut. Wenigstens. Hugo. Habe ich jetzt die Munition nicht verschwendet? Wo bist du? Also gleich mal richtig auswählen. So. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Na, wen haben wir denn? So. Ich bin hier. Dann hätten wir das. Alles wird gut, Hugo. Es ist das nehmen wir mal mit. Echt nur zwei hier?
Das ist ein bisschen wenig, oder? Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Ja, wenn du wüsstest... Hugo, das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Aber wäre das jetzt nicht der Weg zurück und nicht dieser Weg? Wir müssen hier von hinten kommen. Amicia, das ist Mama. Was? Es kommt von da drüben. Wir müssen Scheiße. Gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo. Ach, Mann. Ich komme, Mama. Komm zurück. Ja, super. Die werden sie ja nicht wirklich hierher gebracht haben. Mama, wo bist du? Nein, Hugo. Außerdem, da werden sie doch schon... Ja, sie ist da drin. Mama. Hör auf, das ist sie nicht. Ach, fuck. Du heilige Scheiße. Nein, nein. Haltet den Mund, lasst mich gehen. Ich habe es für ihn getan und ich werde euch wieder töten. Ich werde euch alle töten. Nein, nicht jetzt. Hugo! Was tust du mir? Das ist doch kein Ort für dich. Du brauchst deine Schwäche. Nein. Okay. Das war cool inszeniert. Blutlinien. Das sind dezent viele Kapitel hier. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Oha, wir dürfen jetzt mal den... Ich muss Mama finden. Jetzt, wo ich die steuern kann, möchte ich gern, dass wir flüchten. Damit du mal was Sinnvolles tust. Ah, wärst du nicht weggelaufen, dann hätte man den ganzen Ärger nicht. Aber ich glaube, den Psychotrip hätte man dann trotzdem gehabt. Oh, mein Kopf. Ah, okay. Hört auf. Kann man dann auch Visionen sehen werden? Es ist wenigstens Tag, dann werden wir jetzt nicht so mein Rattenproblem haben. Es ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Schalt! Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Was zum... Oh, oh. Scheiße, der kommt jetzt her, oder? Na gut. Oder auch nicht. Er bewegt sich. Oh, shit. Ah, jetzt macht er hier was. Okay. Okay, warte mal, dass er wieder geht. Okay, er macht das rauf und runter.
und schaut nicht einmal in meine Richtung. Okay, sehr gut. Nice. War hier jemand? Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Ja, dezent. Materie aller Materien. Einzigartiges. Was macht sie hier? Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Muss ich dir hinterherlaufen? Ach, das ist diese komische, schräge Masse da. Ah, und hier einmal unten drunter. Alter. Da kommt jemand. Hä? Das Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Epizentrums schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Alles für ein Leben. Oh Mann, ey. Das hat in dem Sinn halt schon Vorteile, wenn man so klein ist. Aber Gott sei Dank ist er jetzt nicht am Durchdrehen. Noch nicht. Oh geil, ich komme da durch. Bleibst du da so stehen und schaust die Bücher an bis in Unendlichkeit oder machst du noch was anderes? Ja, ich glaube, da bleibt er stehen bis in Unendlichkeit und schaut Bücher an. Der Körper des Großinquisitors wird wohl bis überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wieder. Seine Seele ist unbeschadet. Vorsicht! Hat Glück. Er steht da draußen. Ist nice. Hey, haben wir hier auch jemanden? Das Destillat verdickt sich. Oh, scheiße. Fuck, 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 fuck. Weg, 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 weg. Kommt er her? Nee, ich glaube, wir sind auf der sicheren Seite. Okay, dann was ist deine Routine? Du drehst hier an irgendwas, du nimmst es. Machst es da rein und dann wieder. Okay. Sprich, während du das da machst, gehen wir dann vorbei. Schauen sich alle ein bisschen ähnlich aus, ne? Okay. Machst du den nach unten? Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt. Ich glaube, er ist schon längst weg, meine lieben Leute. Ich warte jetzt so darauf, dass der Hintere wieder zu mir kommt. Ja, genau jetzt. Damit man bei deinem Zyklus wieder anfangen kann. Na komm, dreh dich wieder um. Komm schon. Sehr gut. Da drüben ist etwas. Oh, scheiße. Ah, ich wurde entdeckt. Muss jetzt alles nochmal neu machen? Oder gab es vorher noch meinen Check? Oh, sehr gut. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Okay, jetzt sollte es nicht mal allzu lange dauern. Ich muss mal ganz kurz muten. So, dann. Ah, Mann. Jetzt wird ja so ein Spiel rauskommen. So, dann. Ah, Mann. Warum hat mich jetzt der andere da entdeckt? Ich habe doch nichts Spezielles gemacht.
20 Fässer. Wir haben das Soll. Okay, laufst du da nach hinten? Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnimmt. Ich hab keine Angst, keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest. Kannst du aus dem Weg gehen? Ja, sehr gut. Komm schon, sei mutig. Welche Richtung schaust du? Du schaust so rum. Ah, fuck. Aber ich komme bei ihm nicht vorbei, oder? Bleibst du stehen? Bleib bitte stehen. Oh, naja, da hinten bewegt sich noch einer. Ja, aber ich komme trotzdem nicht vorbei. Soll denn das gehen? Ah. Okay. Du machst jetzt immer dein Feuer, das finde ich ganz super. Schnell hier weg. Sehr gut, keiner hat dich gesehen. Wie Maggie. Warte mal, ich muss das Mikrofon weiter nach oben machen. So. Wegen mir jetzt hier so voll am Rumsteamen ist. Ja, aber ich sehe auch nichts mehr. Okay, dann schauen wir, dass wir hier hinten in die Ecke kommen und dann hinter ihm durch. Okay, noch einmal Rauch, bitte. Schau nicht nach rechts. Sehr gut. Spannend. Oh, Scheiße. Dankeschön. Oh, krass. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Das sieht geil aus. Warte, schwarz-weiß, beziehungsweise grau-Kombo, die gefällt mir persönlich echt gut. Die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier ja, das glaube ich. Als Ketzerei und Okkultismus. Oh, mein Kopf. Psst, leise. Ja, die nächste Phase. Eure Worte mit Bedacht. Mama, wo bist du? Stimmt, ja, ist die Mutter vielleicht hier? Und kann er sie eventuell befreien? Oh. Nein, nein, er darf mich nicht sehen. Na komm, lauf mal bitte kurz vorbei und schau bitte nicht hier nach unten. Na Mann! Ah! Na gut, das war ja auch ein bisschen zu offensichtlich, ne? Er darf mich nicht sehen. Was, also soll ich mich hier verstecken? Siehst du mich dann nicht? Okay, alles klar. Doch ein bisschen realistischer hier. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. Machst du jetzt... hinten rum? Das ist ziemlich hoffentlich nicht. Lauft er wieder retour? Wenn oh, fuck. Das war knapp. Befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die sehr Anwesenheit gut. Von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge.
Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit hatte. Okay, ich glaube, wir warten hier mal. Er macht wieder seinen Zyklus retour. Und er wird dann wieder hierher kommen. Und dann, wenn er wieder retour geht, dann glaube ich, müssen wir hier da vorne hin. Auf die linke Seite von dem Tisch, damit er uns nicht sieht. Oder hätten wir das jetzt schon machen müssen? Naja, kommt doch mal her. Genauso wie vorher. Du wirst ja sehen, dass dieser Lichteffekt die Personen da so hinterher geht. Komm, gib wieder eine Retour. Gib wieder eine Retour. Bitte. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Oh, er hat ein bisschen was gesehen gehabt. Aber wie können wir sicher sein? Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Sein. Nun ja. Mann, warum hat er jetzt von da hinten uns gesehen? Ach, wir sind gerade direkt da. Okay. Siehst du uns jetzt hier oder nicht, weil es ein Checkpoint ist? Ja, gut. Alles klar. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch okay. Zeit. Okay. Mama. Muss ich da unter den Tisch durch, während er da so steht? Oh oh. Aber ja, ich glaube, ich muss da unter den Tisch durch. So, komm, geh weg vom Tisch da. Warte, dann da wieder rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und? Siehst du, Amicia, ich hab Mama gefunden. Endlich mal keiner. Ich hoffe nur, unser kleiner Mann kriegt keinen Anfall, wenn er seine Mutter trifft. Ich glaube, die ist nicht im besten Zustand. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Es wird doch nicht sein, dass hier alles offen ist, oder? Hier ist einfach alles so groß. Der Mann, wer ist das? Welcher? Schaust du in meine Richtung? Nee, ne. Ah, okay. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci. Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fort.
Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst. Okay, wer ist er? Warum wehrt sie sich so? Der sie so besonders ist. Und ja, ich habe gesagt, er ist total verrückt. Und schön, dass es die Kirche auch endlich mitkriegt hat. Aber tun ja nicht wirklich was dagegen. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Ja, in der Tat. Was war das? Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Fuck. Bitte schau jetzt nicht hier rein. Geil, er ist so blöd. So, aber wie komme ich jetzt da runter? Deckt er mich, wenn er jetzt nichts herschaut? Nee, super, danke. Was ist das? Okay, probieren wir es gerade mal. Holy shit. Das ist ein bisschen zu gefährlich hier. Ich sollte mich beruhigen. Links, rechts. Ich würde sagen, gehen wir mal rechts. Oder wir gehen links. Ich glaube, hier müssen wir nicht mehr schleichen. Oh, Garten. Ein Garten. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Ja, ey, schönstes Wetter. Ich glaube, die anderen an sich wäre voll schön, aber es sind einfach nur die falschen Leute hier drin. Oh, 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 oh. Der sieht mich. Ich muss einfach nur schnell genug sein. Na ja, toll. Gut. Das war nicht so gut. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Ich muss das noch ausprobieren. Ist es doof, wenn du mich entdeckst? Ja, das ist doof. Alles klar. Gut. Weil das sah aber ein bisschen anders aus. Ich mir dachte, ich probier's mal kurz aus. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Hier laufe ich jetzt einfach vorbei. Ach so, er hat mich entdeckt. Ah. Alles klar. Der Himmel. Wir können den Himmel. Du schaust, dass ich da nicht lang gehe und... Okay, alles klar. Senor Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah. Aber wieso? Woher hast du gewusst, wohin? Was, du bist direkt dahin gelaufen? Ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ja, nichts Gutes, wenn wir nicht schnell genug sind, wobei das... Haben sie ja schon gemacht. Okay, welchen Weg gehst du? Nur so. Okay, Meister, wo gehst du? Hä? Nee, 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 du hast nichts gesehen. Vergiss es! Ja, ist da auch reingegangen. Hoffentlich ist jetzt da keiner in der Ecke oder so. Ne, okay, ich glaube, wir sind gute Dinge. Alles klar, tschüss, Kowski, Leute. War jetzt ja gar nicht mal so schwer.
Soll ich da raufgehen? Nee, komm. Oh nein, woanders. Ja, lang. Ich soll da raufgehen. Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Wie ich bereits sagte, wurde diese Waffe verschlungen. Doch nicht vollständig. Oh, krass. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden. Okay, finde ich nur spannend, aber nur eine Frage der Zeit. Wie soll ich jetzt... Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Der sieht mich doch da, oder? Werde ich Mama nicht finden. Okay, nee, sie sieht mich doch nicht. Alles klar. Gut, weitermachen. Seid schön konzentriert, Schatz. Ja, nicht hier auf die Seiten. Und hier raus. Und naja, toll. Wir haben wir Ratten. Hier drin. Ach ja, genau, aber die haben sie ja in die Käfigen. Sagt mal, das sind aber normale. Neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Wie da wäre? Darf er mich sehen? Hey, Kleiner, okay. Hilf mir! Hilf mir! Was hat er denn nun schon wieder? Oh, scheiße. Wirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Fisch. Okay, wir müssen... Fleisch. Verdammt, sollt ihr... Ja? Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten! Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das ein Übel ist, was einfach von sich aus immer wieder kommt, oder ob sie das halt einfach starten. Und dass es mit der Krankheit von ihm jetzt gerade einfach zufällig ist. Oh, scheiße. Genießt die Ruhe. Da ist der, hier geht Mama um. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. What the fuck? Das ist schrecklich. Die bluten hier aus für die Ratten. Bleibst du da vorne? Alter, das ist heftig. Ey, ihr Jungs habt das echt ein Problem. Ein ganz gewaltiges. Die haben sie die Pulsadern aufgeschnitten. Wah! What the fuck? Ihr habt echt ein Problem. Fifty-fifty Chance, dass er die ganze Zeit weiß, dass wir hinter ihm sind. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Ja, natürlich wieder zu. Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drogen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Hat bis jetzt ja nicht so gut geklappt mit den Foltern, wenn ihr innerhalb von 3 Wochen immer noch keine guten Infos gehabt habt. Lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Dreckskerl. Okay, sehr gut. Und sorry, dass ich dir nicht helfen kann. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Sch, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Gute Güte. Du solltest nicht... Ja, sollte man wirklich nicht. Aber mit der Mutter wird die Flucht noch viel interessanter.
Ob wir dann die Mutter spielen oder es gibt ein ganz großes Drama. Zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh, oh. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Okay, er ist nur für den Satz jetzt darunter gekommen. Naja, okay. Hallo Mutti. Ah, Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Okay, sie sieht halt schon echt übel aus, ne? Oh Mann. Okay, dann gehen wir hier einmal durch. Und wetten, dass unser Ober... Ach du Scheiße. Die Folterkammer mit Spielzeug. Okay, liebe Leute. Aber wir sind über der Zeit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar einen Kommentar. Und dann tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.